Halloween-Fest in Diemitz. Außerdem Kunstpreis von Sachsen-Anhalt verliehen und völlig unüberraschend sind die Verbraucherpreise weiter gestiegen. Dies und weiteres jetzt in Ihrem Stadtmagazin. Und hiermit sage ich Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, zu Ihrer Freitagsausgabe vom Stadtmagazin Hallo Halle. Das Halloween-Wochenende steht uns bevor und viele Veranstalter locken mit schaurigen Events. Beispielsweise spukt im Halleschen Zoo zur Halloween-Nacht der ein oder andere Geist. Und genauso im Kapitol, im Karlsbad, im Turm und auch in Diemitz. Dort findet am Samstag nämlich das traditionelle Feuerwehrfest statt mit Gruselkabinett. Noch ist es ruhig auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehrhalle Diemitz. Doch die ersten Anzeichen dafür, was hier morgen passieren wird, sind schon zu erkennen. Am Samstag richten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr hier wieder ihr legendäres Halloween-Fest aus. Unser Halloween-Fest besteht zumindest aus verschiedenen Schaustellerbuden, aus einem Grillwagen, Getränkewagen, dann werden noch Festzelte aufgebaut, in denen dann auch unsere Spritzenhauskompo, also die Band spielt, der Feuerwehr. Und das Highlight, was wir jetzt nach einer Corona-bedingten Pause dieses Jahr endlich wieder machen können, ist das Gruselkabinett, was wir dann so in dem rückwärtigen Bereich, in den drei Fahrzeughallen, die wir hier haben, herrichten werden. Das ist halt auch für unsere Kameraden und Kameradinnen ja, recht viel Arbeit, aber wie gesagt, die kommen heute alle von der Arbeit. Und danach wird dann hier ja, weiter gearbeitet auf gut Deutsch. In ein paar Stunden muss hier nämlich schon alles bereit sein für die Besucher. Ab 12 Uhr ist unsere Eröffnung, will ich es mal nennen. Da wird es dann quasi die Erbsensuppe geben aus der Feldküche. Ansonsten ist dann für 14 Uhr geplant, dass dann so langsam das, ich sag mal, das Rahmenprogramm anfängt, von Kaffeekuchen angefangen über den Clown, der kommen soll, die Bastelstraße, Kinderschminken, Fotowettbewerb bzw. ein Kostümwettbewerb. Also sprich, wer schon sein Halloween-Kostüm morgen gerne schon mal vorführen möchte für den großen Tag dann am Montag, der kann dann hierher kommen, kann beim Fotowettbewerb teilnehmen und kann dann, wenn er ein gutes Kostüm hat oder ein schönes, natürlich auch einen guten Preis bekommen. Highlight des Halloween-Festes wird auch in diesem Jahr wieder das Gruselkabinett sein. Die Feuerwehrleute werden unter dem Motto Alice im Horrorland ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ich sag mal, so einen Bauplan für das Gruselkabinett gibt es nicht. Das entsteht halt wirklich im Kopf live, wenn es aufgebaut wird. Das Grobe steht durchs Motto, dass man so ein paar Highlight-Figuren einbaut. Aber ansonsten ist das halt, ja, Kreativität im Rahmen der Feuerwehr. Wie schon in den vergangenen Jahren wird es wieder zwei Versionen des Gruselkabinetts geben. Ab 19 Uhr wird es nochmal umgestaltet. Danach haben Kinder keinen Zutritt mehr. Da sage ich nur Stichwort Kunstblut. Da wird halt ein bisschen mehr Kunstblut auch verteilt. Das machen wir am Anfang meistens gar nicht, damit es überhaupt nicht so erschreckend wirkt und auch mit ein bisschen mehr Licht. Das heißt, wir werden bei den Kindern wird mit mehr Licht gearbeitet, dass es ein bisschen heller ist. Und letzten Endes, wenn dann die Erwachsenen dran sind, die müssen sich dann halt doch schon mal ein bisschen durch die ein oder andere dunkle Ecke wagen. Das Halloween-Fest hat in Diemitz schon Tradition, war aber nicht immer so schaurig. Ursprünglich war mal der Gedanke, dass wir an dem 31., was ja ein Feiertag ist hier bei uns in Sachsen-Anhalt, eine Erbsensuppe verkaufen und nicht mehr und nicht weniger. Und aus diesem Gedanken ist dann letzten Endes, ich sag mal, dieses ganze Fest entstanden, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir machen nicht nur die Erbsensuppe, da ist ja auch Halloween, wollen wir nicht die zwei Fahrzeughallen ein bisschen dekorieren und so eine Art Gruselkabinett draus machen. Und dann ist das Fest, sag ich mal, von einem recht kleinen Format, das haben wir früher nur hinten bei uns auf dem Hof gefeiert, zu dem Ausmaß angewachsen, wie es jetzt letzten Endes die letzten, ich will es jetzt mal sagen, letzten 10 Jahre läuft. Das Wetter wird aller Voraussicht morgen mitspielen, sodass das Halloween-Fest der Diemitzer Feuerwehr auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg werden kann. Das macht auf jeden Fall Lust, in Diemitz mal vorbeizuschauen. Und nun, liebe Zuschauer, schauen wir auf die Nachrichten. Es wurde der Kunstpreis von Sachsen-Anhalt verliehen. Außerdem haben wir die aktuellen Corona-Infektionszahlen jetzt in TV Halle aktuell.
Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Halle ist in der zurückliegenden Woche deutlich gesunken. Es wurden 1.145 Fälle registriert. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 480 zurückgegangen. Momentan gelten 3.338 Personen als infiziert, 144 werden stationär behandelt, 19 intensivmedizinisch. In der vergangenen Woche wurden 1.545 Immunisierungen in Arztpraxen und Impfzentren durchgeführt. In der Moritzburg hat Kulturminister Robra den Kunstpreis Sachsen-Anhalt verliehen. Der in Magdeburg geborene Ulrich Wüst erhielt als erster Fotograf diese Auszeichnung für sein Lebenswerk. Als Stadtplaner hat er die Sicht auf Städte zum Thema seiner künstlerischen Arbeit gemacht. Ich habe eigentlich lediglich die Seite gewechselt. Ich habe vorher aktiv Stadt geplant, vor allem Neubaugebiete, und habe diese Quader und Würfel dahingesetzt. Und als mich das immer weniger befriedigt hat, habe ich die Seite gewechselt, in dem Sinn, dass ich dann das, was ich an Wissen hatte, auch was sich einfach ablagert, ohne dass man darüber so genau befinden kann, das habe ich dann angefangen zu beobachten und in Fotos umzusetzen. Ja. Unter anderem schuf Wüst 1978 eine Serie von 12 Fotografien in Halle. Das war möglicherweise alles an einem Tag. Da war eine bestimmte Wetterlage, und dann läuft das klingt jetzt so negativ, dann läuft es fast automatisiert ab. Dann kann man das abrufen, was man bis dahin über Fotografie schon gedacht hat, und kann das bei einem bestimmten Licht, deshalb passen die auch alle so gut zusammen, die Fotos, ja, weil das aus einem Guss ist sozusagen. Die Arbeiten gehen durch Ankauf bzw. Schenkung in den Sammlungsbestand des Kunstmuseums Moritzburg über, der rund 80.000 Fotografien umfasst. Auch im Oktober wurden zweistellige Steigerungsraten bei den Verbraucherpreisen registriert. Nach Angaben des Statistischen Landesamts lagen die Preise durchschnittlich 10,5% über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Im Vergleich zum September betrug die Erhöhung 0,8%. Vor allem Nahrungsmittel und Energie haben zu dieser Entwicklung beigetragen. Beispielsweise waren Speisefette fast 50% teurer, Molkereiprodukte rund ein Drittel. Bei Strom und Gas lag der Wert bei 47%. Die Stadt schließt zum Monatsende die Aufnahmeeinrichtung für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die letzten hätten das ehemalige Maritimhotel am Riebeckplatz heute verlassen, hieß es. Anfang November soll das Objekt an den Eigentümer übergeben werden. Die Einrichtung hatte im April ihren Betrieb aufgenommen. Bürgermeister Geier dankte allen Helfern für ihre Arbeit. Seit Ende Februar wurden in Halle rund 5.200 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Von ihnen befinden sich noch rund 4.500 in der Stadt. Die 18. Auflage des Halleschen Lichterfestes verspricht am 1. Novemberwochenende traditionelle Höhepunkte wie auch Neuheiten. Das Programm wurde jetzt im Händelhaus vorgestellt. Als neue Lichterfee wird Annika die Erste am Freitag gekrönt. Der Lions Club August Hermann Franke gestaltet eine Performance unter dem Motto Halleluja 100. Außerdem ist ein verkaufsoffener Sonntag am 6. November geplant. Weitere Einzelheiten sehen Sie am nächsten Donnerstag in unserem Programm. Auf den Passendorfer Wiesen gibt es am Reformationstag das Highlight dieses Jahres. Nach vielen abgesagten Veranstaltungen findet wieder ein Renntag statt. Auf dem Programm stehen das BBAG-Auktionsrennen, 200 Jahre deutscher Galopp, Kinderanimation und Kulinarisches aus der Region. Einlass ist am Montag um 11 Uhr, das erste Rennen startet um 12.30 Uhr. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. An diesem Wochenende endet die Sommerzeit. Die Uhren werden in der Nacht zum Sonntag eine Stunde zurückgestellt. Die seit den 80er Jahren geltende Regelung ist seit langem umstritten.
Die ursprüngliche Intention war, Energie zu sparen, beispielsweise für Beleuchtung in den Abendstunden. Eine Abschaffung der zweimaligen Umstellung im Jahr wurde zwar beschlossen, doch die EU-Staaten konnten sich bisher auf kein einheitliches Vorgehen einigen. Über dem Atlantik bei den britischen Inseln gibt es zurzeit ein kräftiges Tiefdruckgebiet. Diese Luft aus Nordafrika über Frankreich zu uns bringt, bedeutet, es wird die nächsten Tage sommerlich in Halle auch werden, obwohl wir bald den 1. November auf dem Kalender stehen haben. Die genauen Aussichten, die sehen Sie jetzt. Am Samstag bleibt es überwiegend bedeckt, Niederschläge sind allerdings nicht zu erwarten. Die Temperaturen klettern bis auf 20 Grad, nachts kühlt es sich nur wenig auf 13 Grad ab. Der Sonntag wird etwas sonniger und auch wärmer bei leichtem Südwind. Am Montag bleibt es klar, nachts bilden sich leichte Wolken bei Tiefstwerten von 10 Grad. Liebe Zuschauer, das war unsere heutige Ausgabe von Hallo Halle. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen ein schönes, langes und schauriges Halloween-Wochenende und denken Sie dran, die Uhren von Samstag zu Sonntag umzustellen. Im Sommer nach vorne, im Winter zurück. Kleine Eselsbrücke von mir, da wir die Möbel im Sommer rausstellen und im Winter wieder rein, kann man sich das ganz gut damit merken. Ich verabschiede mich, wie gesagt, und am Dienstag sehen wir uns mit einer neuen Ausgabe hier wieder zurück. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Und das sind die Schlagzeilen für Samstag. Starpark 2. Bürgerinitiative setzt Gemeinde mit Bürgerbegehren unter Druck. Lebenswege. Gertraud Graf, eine DDR-Goldschmiedemeisterin. Zeitumstellung. Die älteste Uhr der Stadt läuft digital. Das und mehr lesen Sie am Wochenende in Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.